Was hat das Allgäu bewegt heute? Bei uns erfahren Sie es. Herzlich willkommen zu ATV Nachrichten. Und das sind Sie, unsere Themen heute. Bürgerentscheid am Sonntag. Worüber Kaufbeuren am Wochenende abstimmt. Mögliches Ende für den Allgäu-Express. DB Regio soll Schienennahverkehr in der Region übernehmen. Und Journalistenwanderung. Medienvertreter aus München informieren sich über Wintertourismus im Bereich Fellhorn-Kanzelwand. Wird auf dem Forettle-Gelände in Kaufbeuren ein Fachmarktzentrum gebaut oder entsteht ein neues Stadtviertel zwischen Altstadt und Bahnhof? Über diese Fragen sollen die Kaufbeurer am Sonntag abstimmen. Ein Rats- und ein Bürgerbegehren stehen zur Abstimmung. Worum es genau geht und was die Entscheidung für die Standortsuche eines neuen Eisstadions bedeutet, das hat in den vergangenen Wochen für viel Verwirrung gesorgt. Meine Kollegen Fabian Licher und Laura Lipp bringen Licht ins Dunkel. Gestern Nachmittag in der Kaufbeurer Fußgängerzone. Mitglieder des Bürgerforums Kaufbeuren haben hier einen Infostand eingerichtet, sprechen Bürger an und verteilen Flyer. Sie wollen ihre Mitbürger darüber informieren, worum es bei der Abstimmung am Wochenende geht. Es zeigt sich, dass schon noch Informationsdefizit ist, dass zum einen vom Fachmarktzentrum schon relativ viel Informationen gegeben worden sind, aber dass beim Bürgerentscheid 2 bezüglich Wohngebiet, dass da noch Verwirrung auch herrscht. Ja. Und wir vom Bürgerforum, unser Anliegen ist, neutral zu informieren. Und darum geht es. Auf diesem privaten Gelände am Forettle möchte ein Investor ein Fachmarktzentrum errichten. Die Stadt könnte das erlauben oder widersprechen. Der Stadtrat lässt am Sonntag die Bürger über diese Frage entscheiden. Beim Ratsbegehren geht es ganz einfach und ziemlich überschaubar darum, ob hier neben der Altstadt erlaubt werden soll, ein solches Fachmarktzentrum mit maximal 8.500 Quadratmeter Verkaufsfläche zuzulassen. Die Fragestellung ist eng umgrenzt. Es geht nicht um weitere Entwicklungen, die auch von uns gar nicht zu erzwingen sind in diesem Quartier. Außerdem entscheiden die Bürger auf dem Stimmzettel über ein Bürgerbegehren. Die Opposition um Bernhard Pohl hatte es initiiert. Es fordert, kein Fachmarktzentrum zu bauen und stattdessen ein neues Stadtviertel für Wohnen und Arbeiten zu planen. Es soll auch das Gelände des Parkstadions mit einbeziehen. Auf dem Forettle-Gelände würde dann schwerpunktmäßig Wohnbebauung erlaubt. Viel diskutiert wurde in den letzten Wochen, ließe ein Ja für ein neues Stadtviertel ein Eisstadion auf dem Gelände des Parkstadions zu? Die Position der Stadtverwaltung dazu? Wir haben uns von einem unabhängigen Rechtsanwalt hier ein Gutachten geben lassen. Und das kommt zum Ergebnis, dass es zwar bauplanungsrechtlich möglich wäre, in diesem Bereich dann trotz eines erfolgreichen Bürgerbegehrens ein Eisstadion zu errichten. Aber faktisch würde es bedeuten, dass dort niemand mehr Wohnbebauung errichtet neben einem Eisstadion. Und insofern würden wir faktisch dem Bürgerwillen zuwiderhandeln. Und deshalb kommt unser Rechtsanwalt zu der Auffassung, dass es unzulässig wäre. Die Stadt argumentiert, die Fläche neben den Zufahrten zum Eisstadion sei für Wohnbebauung unattraktiv. Überhaupt wird vielfach die Frage gestellt, ob sich denn für die Wohngebäude eines neuen Stadtviertels ein Investor finden ließe. Bernhard Pohl von den Freien Wählern ist da optimistisch. Er hat bei einem möglichen Investor angeklopft. Ein Vorzeigeunternehmen, die sehr großes Interesse daran haben, hier in unserem neuen Stadtviertel tatsächlich Wohnbauflächen zu entwickeln. Die wollen, wenn der Bürgerentscheid positiv in unserem Sinne ausgeht, gleich in der nächsten Woche mit der Stadt Kaufbeuren Kontakt aufnehmen, Informationen beschaffen und auch ganz konkret in Verhandlungen treten. Sie wollen es durchrechnen, ob es für sie finanziell machbar ist. Ob der Investor auch dann noch Interesse hätte, wenn ein Eisstadion am Jordanpark gebaut würde, das bleibt offen. Und auch, ob die Eigentümer des Forettles bei einem neuen Stadtviertel mitziehen würden, ist völlig unklar. Angesichts dessen weist man beim Bürgerforum auf die Möglichkeit der Enthaltung hin. Die zweite Frage zum neuen Stadtviertel, da kann man, wenn man sich eine Meinung bildet, stimmen, dafür oder dagegen. Man muss es aber auch, die zweite Frage, nicht unbedingt beantworten. Entscheidend wird sein das Fachmarktzentrum. Und wenn das gestoppt wird, dann wird sowieso eine neue Entwicklung in der Stadt kommen. Dann muss man sowieso sich das neu aufstellen. Oder wenn es gebaut wird, dann ist das Wohnviertel ja auch wenn der Bürger für Ja entscheidet, dann ist die zweite Frage auch überflüssig.
Insgesamt müssen mindestens 20% der Wahlberechtigten mit Ja stimmen, damit eine der Abstimmungen Erfolg hat. Für den Fall, dass Bürgerbegehren und Ratsbegehren eine Mehrheit bekommen sollten, wird eine Stichfrage gestellt. Hier entscheiden die Bürger darüber, ob bei einer Pattsituation das Rats- oder das Bürgerbegehren gelten soll. Damit bis dahin alle Bescheid wissen, wird das Bürgerforum auch Freitagnachmittag wieder am Salzmarkt informieren. Bad Hindelang erstrahlt künftig im wahrsten Sinne des Wortes in einem ganz anderen Licht. Mehr dazu gleich in Kompakt. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Servus, ich bin der Hackelschorsch. Wissen Sie, was für ein Rodler die Kufen? Das ist für einen Unternehmer das Kapital. Und einmal ganz ehrlich, mit Beteiligungskapital der BayBG läuft es einfach viel glatter und runder. Die BayBG, Ihre Finanzierung nach Maß. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de. Die Top-Piloten der namhaften Fahrerliste werden auf dem 500 Meter langen Grasbahn-Oval um Punkte fighten und richtig Gas geben. In der Seitenwagenklasse wird der 11-fache Europameister Thomas Kunert zu seinem Abschied im Finale um den Deutschen Bahnpokal sein Bestes geben. Mehr Infos unter www.amc-memmingen.de. Und das sind die Meldungen vom Donnerstag, dem 24. Juli. Bei einem Verkehrsunfall auf der A96 zwischen Sigmarszell und Lindau sind heute Vormittag zwei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Motorradfahrer war in Richtung Lindau unterwegs, als er stürzte. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer. Seine Mitfahrerin wurde ebenfalls verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Die A96 war wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers rund eine Stunde lang gesperrt. Die Gemeinde Wildpolsried erhält eine EU-Förderung von mehr als 200.000 Euro für den Breitbandausbau. Insgesamt bekommt der Regierungsbezirk Schwaben 2,9 Millionen Euro. Die 11 betroffenen Gemeinden könnten aber sogar bis zu 7,4 Millionen Euro bekommen, wenn sie weitere Gemeindegebiete erschließen. Laut Wirtschaftsminister Dr. Markus Söder hat der Freistaat insgesamt 16 Millionen Euro erhalten. Die DB Regio wird voraussichtlich ab 2017 den Allgäuer Schienennahverkehr übernehmen. Damit würden ab diesem Zeitpunkt keine Alex-Züge mehr im Allgäu verkehren. Hintergrund ist, dass die Deutsche Bahn den Zuschlag für den kompletten Nahverkehr im Allgäu bis 2029 erhalten hat. Die Entscheidung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft ist allerdings noch nicht endgültig. Bis Anfang August ist noch ein Einspruch möglich. Die Ausschreibung des Allgäuer Schienenverkehrs umfasst eine jährliche Zugleistung von rund 7 Millionen Kilometern und ist damit eine der größten ihrer Art in Deutschland. Der Bodenseekreis erwirbt Anteile am Flughafen Friedrichshafen für über 1,2 Millionen Euro. Am Dienstag stimmte der Kreistag zu, Geschäftsanteile des Wiener Flughafens zu kaufen. Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hatte Ende Juni bereits denselben Beschluss gefasst. Somit kann auch das Kapital aus den Haushalten der Stadt und des Kreises um 7 Millionen Euro erhöht werden. Die Aktien hatten zuvor 2/3 ihres Werts verloren. Das lag zum einen an Investitionen wie dem neuen Terminal sowie an fehlenden Einnahmen.
Die Stadt Memmingen wird neben dem Sportplatz der staatlichen Realschule ein Asylbewerberheim bauen. Die zweistöckige Unterkunft soll Platz für 66 bis maximal 88 Personen bieten und direkt neben den Bahngleisen liegen. Hochbauamtsleiter Fabian Damm betonte, dass die Wohnräume von der Zugstrecke abgewandt seien und die Grenzwerte für Lärm nicht überschritten würden. Der Standort sei sehr gut geeignet, da die zukünftigen Bewohner zu Fuß die Innenstadt erreichen und so am sozialen Leben der Stadt teilnehmen könnten. Derzeit leben 116 Asylbewerber in Memmingen. 39 sollen in den nächsten Monaten dazukommen. Zum 10. Mal hat die Barmer GEK einen Abend ganz dem Thema Vorsorge gewidmet. Zu der Präventionsveranstaltung ins Kemptener Kornhaus waren über 500 Besucher gekommen, um sich zu informieren. In der vergangenen Woche ist eine Studie veröffentlicht worden, dass die Deutschen viel zu wenig Bescheid wissen über ihre eigene Gesundheit, über das Gesundheitswesen. Nur die Bulgaren sind wohl angeblich noch schlechter informiert. Ja, und wir versuchen hier einfach Aufklärung zu betreiben und die Menschen besser zu informieren. Im Mittelpunkt standen gestern Abend zwei Themen, die in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen haben. Psychische Erkrankungen durch Dauerbelastung, der sogenannte Burnout sowie Demenzerkrankungen. Zwei Experten boten Einblicke und Tipps für die Prävention. Die Kaufbeurer Straße in Kempten soll ausgebaut werden. Vor allem morgens und abends stockt dort der Verkehr. Die Stadt will nun eine zweite Fahrspur stadteinwärts bauen. Außerdem soll die Kreuzung der Kaufbeurer und Daimler Straße auf Höhe der Firma Abt verbessert werden. Die Fußgängerampeln sollen wegfallen. Dafür soll eine bereits bestehende Unterführung ausgebaut und für Fußgänger zugänglich gemacht werden. Das Projekt wird ca. 4,2 Millionen Euro kosten. Aufgrund von Zuschüssen bleibt für die Stadt ein Restbetrag in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Der Bau beginnt möglicherweise schon nächstes Jahr. Die Gemeinde Bad Hindelang rüstet seine Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie um. Insgesamt müssen 450 sogenannte Leuchtköpfe ausgetauscht werden. Dadurch spart sich die Gemeinde an über 500 Straßenlaternen um die 65% Strom. Die Kosten der Umstellung belaufen sich auf rund 347.000 Euro. Weiter will die Gemeinde die Beleuchtung künftig zwischen 0 Uhr und 5 Uhr um 50% dimmen. Die Kosten für die Maßnahme sollen sich nach knapp 10 Jahren amortisieren. Vorteil von LED-Lampen ist der sehr geringe Wärmeverlust, wodurch sich massiv Strom sparen lässt. Deutschland ist schon wieder Weltmeister, diesmal im Roboterfußball. Drei Abiturienten des Bernhard-Striegel-Gymnasiums in Memmingen traten bei der RoboCup-WM in Brasilien an. Der Finalgegner war China. Die jeweils 18-jährigen Pascal Wörle, Max Reismann und Jona Ruf hatten sich lange auf das Großereignis vorbereitet. Dank einer ausgereiften Webcam-Technik, die sozusagen das Auge der Roboter bildet, hatten sie bereits die deutsche Meisterschaft gewonnen. Die Memminger nehmen seit Jahren eine Spitzenstellung im internationalen Roboterfußball ein. Der FC Memmingen hat mit Ugur Kiral vom SSV Ulm einen weiteren Neuzugang zu verzeichnen. In der vergangenen Saison wurde Kiral 28 Mal in der Regionalliga eingesetzt und erzielte dabei 7 Tore. Der 21-Jährige stammt aus Babenhausen und spielte schon in seiner Jugend für den FC Memmingen. Eigentlich ist er Mittelstürmer, wird aber nun im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Dem sportlichen Leiter Jürgen Wassermann zufolge gäbe es dort Handlungsbedarf, weil 2 Spieler ausfallen. In Kempten ist eine Umfrage unter Gästen und Händlern des Weihnachtsmarktes geplant. Nachdem vermehrt Kritik an der Veranstaltung laut geworden ist, wollen die Verantwortlichen die Meinung der Betroffenen einholen, bevor etwas am Konzept verändert wird. Derzeit werden die Anzahl und Art der Stände sowie die Dauer des Marktes infrage gestellt. Wegen eines verordneten Sparkurses war in den letzten 3 Jahren kaum investiert worden. Nun soll Geld aus der Tourismusmarketingkasse in den Weihnachtsmarkt fließen. Die weltgrößte Frauenmusikkapelle wollen die Buchenberger beim Hauchenberg-Ringtreffen am Samstag auftreten lassen. Für den Rekordversuch wären 1.347 Musikerinnen nötig. Dirigentin Barbara Endres hat bereits über 500 Anmeldungen und viele mündliche Zusagen. Damit es wirklich reicht, werden noch immer Frauen gesucht, die ein blaskapellentypisches Instrument spielen und ein Dirndl besitzen. Die Registrierung findet zwischen 13 und 16 Uhr statt. Der Auftritt wäre dann um 17.30 Uhr. Schon vor 2 Jahren haben Allgäuer versucht, den Weltrekord zu holen. Beim Bezirksmusikfest in Krugzell blieb es aber nur beim Versuch. Das waren die Meldungen vom Donnerstag und jetzt schauen wir zum Wetter.
Heute Nacht ist es überwiegend klar, nur im nördlichen Allgäu gibt es vereinzelt Wolken. Dabei sinken die Temperaturen auf 13 bis 15 Grad. Morgen Vormittag scheint die Sonne im gesamten Sendegebiet, das Thermometer klettert auf bis zu 23 Grad. Am Nachmittag ziehen dann Wolken auf, bei Immenstadt gibt es einzelne Regenfälle. Gegen Abend kann es dann im ganzen Allgäu auch zu Gewittern kommen. Am Samstag bleibt es wolkig bei 16 bis 23 Grad. Außerdem regnet es immer öfter, der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus Nordwest. Sonntags sinkt das Thermometer etwas, teilweise bleibt es regnerisch, die Sonne lässt sich aber wieder etwas häufiger blicken. Am Montag wird es dann wieder schlechter, es gibt örtlichen Starkregen, auch kleiner Hagel und mäßig bis starke Böen sind nicht auszuschließen. Die Temperaturen erreichen nur noch bis zu 18 Grad. Das Allgäu lebt natürlich zu großen Teilen vom Tourismus. Und vor allem die Regionen Ober- und Ostallgäu sind auf die Einnahmen durch Gäste angewiesen. Da hat sich die aktuelle Meldung über den Rückgang der Übernachtungszahlen im vergangenen Winter in Oberstdorf wie ein Lauffeuer verbreitet. Der genaue Rückgang im Vergleich zum Vorjahr beträgt 4,83%. Das hält sich laut der Gemeinde aber noch in Grenzen und sei dem schneearmen Winter geschuldet. Alles in allem sind die Skigebiete in der Region aber gut aufgestellt und auch dank Beschneiungsanlagen meist durchgehend befahrbar. All das und mehr war gestern Thema bei einer Informationswanderung mit Journalisten aus München, zu der die CSU-Fraktion des Bayerischen Landtags eingeladen hatte. Mit dem Fellhorn als Ziel wurde dabei grenzübergreifend von der Kanzelwand aus losmarschiert. Wandern und sich dabei gleichzeitig ein Bild der Lage machen. Das war Sinn und Zweck der gestrigen Journalistenwanderung am Fellhorn-Kanzelwandgebiet. Angeführt von Thomas Kreuzer sollten die Medienvertreter einen Eindruck davon bekommen, wie so ein bekanntes Skigebiet im Sommer aussieht. Der Verein der Landtagspresse, also die Journalisten, die aus dem Maximum Neum berichten, besuchen jedes Jahr die Fraktionsvorsitzenden für einen Tag und sind diesmal zu mir ins Allgäu gekommen, was mich sehr freut. Und wir besichtigen heute das Gebiet Kanzelwand-Fellhorn, da es mir darum geht, auch klar zu machen, wie intakt die Natur auch in so großen Skigebieten sein kann. Schwerpunktmäßig ging es bei der kommunikativen Wanderung um Wintertourismus. Themen wie die umweltgerechte Beschneiung, die Pistenkilometer oder die Infrastruktur standen dabei im Mittelpunkt. Außerdem stellten die Betreiber aktuelle Baumaßnahmen sowie Investitionen für die kommende Saison vor. Wir verbessern heuer in erster Linie an der Kanzelwand die Lawinensicherheit noch weiter und wir werden die Piste deutlich verbessern, dort, dass die Talabfahrt auch noch einmal deutlich besser wird. Auch am Fellhorn werden wir die Talabfahrt weiter verbessern. Dann werden wir auch im Gastbereich, in der Gastronomiebereich einiges tun, dort, damit wir einfach dort das Produkt und die Qualität noch weiter verbessern können. Wir investieren in Summe auf beiden Bergen 8 Millionen Euro. Auch am Walmendinger Horn wird an der Piste etwas passieren und ansonsten sind wir sehr stark auch im Infrastrukturbereich tätig. Im Bereich Beschneiung ist im Fellhorn-Kanzelwandgebiet derzeit keine Erweiterung geplant. Hier wurden in den letzten Jahren alle Maßnahmen abgeschlossen. Diese seien laut Betreiber nach umweltgerechten Vorgaben sowie im Einklang mit der Natur gebaut worden. Trotzdem sollen die Themen Energie und Ökologie weiter angegangen werden. Bei der Journalistenwanderung machte Thomas Kreuzer auch seinen Standpunkt zur Zukunft der Skigebiete deutlich. Er ist davon überzeugt, dass die Schneelage in den Oberstdorfer Bergen auch in 30 Jahren noch ausreichen wird. Wir sind eine Ganzjahresdestination. Oberstdorf hat etwas mehr Sommertourismus als Wintertourismus. In Rietzlern im kleinen Weißertal ist es umgekehrt. Dort dominiert der Wintertourismus. Also wir würden enorm verlieren, wenn eine Jahreszeit nicht mehr genutzt werden würde. Das heißt, wir brauchen alle Anstrengungen im Sommertourismus, aber eben auch im Wintertourismus. Und dazu gehören Bergbahnen und Skifahrtmöglichkeiten. Ohne dies kommen erhebliche Teile der Bevölkerung, eben alle Skifahrer, nicht mehr. Da reicht schon aus, dass nur einer in der Familie Skifahren will, dass man sich ein anderes Zielgebiet wählt.
Das Allgäu sollte also eine ganzjährige Urlaubsregion bleiben. Die Aussichten dafür stehen in jedem Falle gut. Auch die Münchner Journalisten konnten sich davon gestern überzeugen lassen. Denn obwohl es um den Winter ging, zeigte sich das Wandergebiet auch von der schönsten Sommerseite. Individuell und einzigartig wie Sie. Selbstklebende Tapeten der Druckerei Wagner. Auf Wunsch gestaltet nach Vorlage Ihres Lieblingsbildes. Oder Sie wählen aus vielen tollen Ideen unter allgäubild.info. Vom Allgäu direkt zu Ihrem Badehotel an der Adria. Arnold Reisen, schöne Ferien von Anfang an. Servus, ich bin der Hackelschorsch. Wissen Sie, was für ein Rodler die Kufen? Das ist für einen Unternehmer das Kapital. Und einmal ganz ehrlich, mit Beteiligungskapital der BayBG läuft es einfach viel glatter und runder. Die BayBG, Ihre Finanzierung nach Maß. Plenum TV, wir befragen Ihre Volksvertreter zu den Themen Ihrer Region. Plenum TV berichtet für die bayerischen Regional-TV-Sender aus dem Bayerischen Landtag. Unsere Korrespondenten und Kamerateams sind an jedem Plenumstag für Sie im Einsatz. Weil Politik im Freistaat alle angeht. Plenum TV. Feiern Sie den Sommer und genießen Sie Live-Musik vom Feinsten beim Altusrieder Sommerfestival vom 23. August bis zum 4. September. Freuen Sie sich auf Best of Austria mit Reinhard Fendrich und die Seher, die Schlagernacht des Jahres unter anderem mit Semino Rossi und Iron Shear, Ernst Rutter und die Egerländer Musikanten und last but not least die Kastenruther Spatzen. Die Olympischen Spiele in Sotschi, sie waren wohl das sportliche Highlight in diesem Sportwinter. Auch einige Athleten aus dem Allgäu waren dabei. Möglich ist so etwas dank guter Nachwuchsarbeit. Und für die ist unter anderem der Allgäuer Skiverband zuständig. Dessen Vorsitzender Peter Bösel wurde jetzt in seinem Amt bestätigt. Was ihm in den nächsten 2 Jahren wichtig ist, darüber hat sich mein Kollege Sebastian Zausch mit ihm unterhalten. Herr Bösel, herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl. Mitten im Sommer sprechen wir heute über den Wintersport. Was gibt es denn im Sommer beim Allgäuer Skiverband zu tun? Naja, in erster Linie natürlich für unsere Athleten trainieren, trainieren, trainieren. Also der Wintersportler wird im Sommer gemacht. Das heißt, jetzt steht einfach lange Ausdauereinheiten, Krafteinheiten, Vorbereitung auf die Wintersaison. Und ab August gehen die ersten Mannschaften bei uns auch schon wieder auf Schnee in die Skihallen, zum Beispiel in Oberhof, die Langläufer und die Alpinen, denke ich mal in Neuss, werden dort wieder ihr Wintertraining aufnehmen. Und für Sie als Vorsitzender? Nun ja, wie gesagt, wir haben jetzt erstmal in den letzten 2 Wochen die Hauptversammlung vorbereitet, die Ehrungen vorbereitet. Wir konnten wieder über 40 Sportler in den unterschiedlichen Disziplinen am letzten Freitag ehren auf der ASV-Hauptversammlung. Und ansonsten kümmern wir uns um Sponsoren-Neusuche, Sponsoren-Pflege, Sponsoren-Akquisition. Die ganzen Themen, für die im Winter oftmals relativ wenig Zeit ist. Der Winter, Sie sprechen ihn an, er war nicht ganz so schneereich in diesem Jahr. Trotzdem ein guter Winter aus Sicht des Allgäuer Skiverbandes? Aus Allgäuer Sicht natürlich hätten wir uns mehr Schnee generell gewünscht, das ist klar. Aber wenn man sieht, was wir für phänomenale Einrichtungen und Anlagen haben, so konnten wir in unseren Hauptdisziplinen von, ich sage jetzt mal Mitte Dezember bis Ende März auf Schnee trainieren. Wir haben sogar eine deutsche Meisterschaft Ende März im Rohrmoos im Skilanglauf durchführen können. Eine wirklich perfekte Veranstaltung. Und von dem her können wir uns nicht beschweren. Da sind andere Disziplinen schon frühzeitig auf Roller oder auf Cross umgestiegen, also an anderen großen Stützpunkten. Und wir konnten eben den Schnee noch ausnützen. Ganz am Schluss muss man leider auch den warmen Bedingungen Zoll zahlen und haben eben den Skisprungwettkampf Ende der Saison, das Deutschlandpokalfinale in der Erding Arena leider absagen müssen, weil es einfach definitiv nicht mehr ging.
Ein großes Event, was es dieses Jahr gab, nicht im Allgäu, sondern in Sotschi waren die Olympischen Spiele, aber es waren viele Allgäuer Athleten da. Der Allgäuer Skiverband ist auch für die Nachwuchsförderung mit zuständig. Was tun Sie dafür, dass es künftig wieder viele Athleten aus dem Allgäu bei den Olympischen Winterspielen gibt? Ja, also zum einen, wir hatten 13 Athleten bei Olympia, so viel wie noch nie. Wir sind mit 2 Medaillen heimgekommen. Wir hätten uns sicherlich die ein oder andere mehr gewünscht, aber mei, das gehört eben im Sport auch dazu. Hochs und Tiefs sind nah beieinander. Einige 4. Plätze, die hätten auch 3. Plätze sein können. Das ist nun mal so. Im Nachwuchsbereich ist es natürlich so, dass wir unsere Vereine unterstützen müssen, von denen wir leben. Die Vereine sind das erste Glied in der Athletenfindung. Sie bereiten die Athleten vor, die wir dann weiterführen können, um sie dann im Bayerischen Skiverband, im Deutschen Skiverband auf die höheren Kader vorzubereiten, weiter zu trainieren. Und ja, wir müssen schauen, dass wir hier unsere Vereine unterstützen, dass sie unsere Zulieferbetriebe für den Allgäuer Skiverband sind. Wie wollen Sie das machen? Na, zum einen geht es natürlich darum, dass wir gewisse Nachwuchsserien installiert haben, Allgäuer Nachwuchsserien, wo wir unseren Sportlern eben den Rahmen bieten, dass sie sich auch mit ihren Gleichaltrigen messen können. Kooperieren dort sehr stark auch mit Baden-Württemberg, also gerade das schwäbische Allgäu, die sich bei uns mit integrieren in unsere Wettkampfsysteme. Und zum anderen arbeiten wir sehr stark und wir haben jetzt eine Trainerakademie, Allgäuer Skiverband, gegründet, in der wir den Trainernachwuchs ausbilden, weiterbilden, fortbilden und zwar nicht nur für den Allgäuer Skiverband, sondern eben auch ganz speziell für die Vereine, wo wir Dienstleister sein wollen, wo wir den Vereinen eine Unterstützung bieten wollen, um sie, Trainer für sich zu finden, um dann eben ihre Athleten zu fördern und zu finden und weiterzuführen. Sie haben auch gesagt, Vereine auch dabei unterstützen, Nachwuchs auch zu finden. Wie soll das passieren? Wir haben zum einen die Grumbach-Talentiade im Skilanglauf, eine Nachwuchsserie, wo wir ganz speziell in den unteren Klassen, also zwischen 4 und 8 Jahren, die Athleten finden wollen, wo wir Events machen. Das sind immer 2 Tagesveranstaltungen am Sonntag für alle Sportler, alle Schüler, alle Athleten, die Lust haben, dort mitzumachen. Wir suchen ganz gezielt junge Kinder, die eben doch nicht im Sport auch dort sind und wir bauen dort mit den Vereinen, mit den örtlichen Vereinen einen Parcours auf, wo es darum geht, sich einfach im Schnee auf Skilanglaufskiern zu bewegen. Ohne Zeitmessung, sondern einfach nur Wellenbahnen, Schanzen und auch ein bisschen Tore laufen. Und am nächsten Tag, am Montag drauf, gehen wir in die Schulen, gezielt mit den Vereinen in die Schulen, um dort eben die 1. bis 4. Klasse anzusprechen, sie auf diesen Parcours zu holen, um dann eben sie auch dort nochmal mit unseren Vereinstrainern weiter zu betreuen. Und Sie beleben alte oder ja, ein bisschen brachliegende Wettkampfflächen wieder neu. Ja, also auch das ist eines meiner Themen gewesen, wie ich letztes Jahr zum ersten Mal eben gewählt wurde, dass wir in Füssen eine phänomenal gute Anlage, eine Skisprunganlage dort stehen haben, wurde vor circa 8-9 Jahren mit hohem Kostenaufwand durch Landkreis, durch Kommune, durch den Förderverein Pro Sport durch den örtlichen Verein wieder renoviert. Es ist eine sehr gute Anlage für den Nachwuchsbereich und leider ist in den letzten Jahren gar nichts bis relativ wenig bis gar nichts an Sportlern rausgekommen. Und wir haben uns jetzt das im Herbst nochmal zu eigen gemacht, auch zusammen mit dem jetzigen DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann, ein bisschen eigene Verbundenheit hierzu hat, dass wir dort eben nochmal die Vereine zusammengezogen haben. Wir wollen oder wir gründen jetzt eine Trainingsgemeinschaft Ostallgäu, Skisprung Nordische Kombination, haben hier einen ehemaligen Weltcup-Springer als Trainer gewinnen können. Maxi Mechler wird diesen Bereich aufbauen. Wir wollen das Ostallgäu in 2 Jahren aufbauen und es dann an diese Trainingsgemeinschaft komplett übergeben, sodass es dann die Vereine, mehrere Vereine im Zusammenschluss weiter betreuen können. Und wir hoffen, dass aus diesen Athleten dann auch mal der ein oder andere Athlet für den Bundesstützpunkt Oberstdorf, für das Internat und vielleicht auch irgendwann mal in einem Weltcup starten wird. Herr Bösel, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, bedanke mich für das Gespräch und ich gebe zurück ins Studio. Soweit ATV Nachrichten für heute. Wir sehen uns morgen wieder und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.